hinter mir können Sie die Wrackteile einer Piper PA-30 sehen. Die ist in den Mittagsstunden verunglückt. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung nimmt jetzt hier ihre Ermittlung auf. Drei Kollegen befinden sich hier vor Ort und fangen jetzt an, die Flugzeugteile einzumessen und die Wrackteile am Unfallort zu vermessen. Und die werden wir jetzt einmessen.